Meine Mutter war aus Schlesien, viel mit ihren Schwestern zusammen, wohnten sie alle so in der Nähe. Und ich hatte dadurch viel Cousins und Cousinen nicht. Das war schön. Waren Sie eine große Familie? Ja, das war natürlich sehr schön. Die Eltern haben noch um Karten geklopft und wir haben bis abends immer 10 auf der Straße gespielt. Und wo haben Sie da gelebt? Na, das ist ja gesund worden, wenn Sie den kennen. Ja, Wedding, ja. ja, wa? Ja, das ist der von der Osloer GTA und die hieß Freienwalder Straße. Da habe ich von Anfang an bis zu meinem 62. Jahr in dem gleichen Haus. Erst 3 Etappen in Stube und Küche mit meinen Eltern. Ich wollte damals ein Zimmer für mich haben, weil ich nicht verheiratet war, habe ich Kind gekriegt. Dann wurde 4 Treppen, dann hatten wir 2 Zimmer. Aber immer Außentoilette. Immer Außentoilette und 4 Personen. Ja, was damals alles zu hier geworden ist. Aber das heißt, Sie sind nie ausgezogen. Sie haben immer bei Ihren Eltern gewohnt. Nee, ich habe es dann ein paar Jahre nicht gesehen. Einmal erlaubt mir vielleicht mal, einmal doch Berlin nochmal zu sehen. Die Straßen, wo man bekannt war. Soldino und Prinzenallee, man kann die ganze Ecke kennengelernt, ne? Wie sich das so verändert hat, da ist man schon. Aber das heißt, Sie haben in der gleichen Wohnung weitergelebt, in der Ihre Eltern auch gewohnt hatten. Nee, meine Eltern sind ja verstorben. Ja, wann sind die gestorben? Eine ist gestorben 1974, 1974. Und mein Vater ist 10 Jahre eher gestorben. 1964. Und Sie haben mit Ihrer Mutter aber bis 1974 zusammen gewohnt. Ja, zusammengewohnt. Man kriegt Stück in einem Zimmer. Ne? Was war anders hier heutzutage? Ich war nicht viel auf Reisen und so. Das konnte man sich früher gar nicht so erlauben. Man hat die gelernt und den bisschen Taschengeld und so. Meine erste Reise war mit 18. Wo bin ich gelandet? In Spreewald. Ach, wie schön. Das war sehr schön, muss ich sagen. Sind Sie da alleine hingereist? Ja, mit einer Freundin. Da vorher haben wir dann uns da erkundigt und so einen Termin ausgemacht für 14 Tage. Schön. Da hatte ich auch ein Bild mit. Spreewald hat ja Trachten nicht. Sehr schöne Bilder auch. Es war schon romantisch da, das muss ich sagen. Nee, andere Zeiten. Andere Zeiten, da muss man.